Herr Lee. Hallo, Frau Kalenko. Ich find's lustig, wenn er Herr Lich heißen würde. Herr Lich. Hahaha. Wissen Sie eigentlich, dass George Rooney an Bord ist? Ja, klar. In der gleichen Kabine wie der Papst. Vielleicht? Sie glauben mir nicht? Natürlich nicht. Der würde so ein Schiff nicht mal für Geld betreten. Wenn Sie sich da mal nicht irren, haben Sie das Foto an der Wand noch nicht gesehen? Welches Foto? Kommen Sie mit, ich zeig's Ihnen. Und Schwarzblende. Wieder 5 Sekunden Schwarzblende. Hier. Das wäre eine Sensation. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber was sollte der hier machen? Nein, das kann nicht sein. Sie wollen mich nur ärgern. Wenn George Rooney an Bord wäre, dann hätte ich das doch schon längst bemerkt. Und man würde ihn ja auch wohl kaum einfach so ohne Leibwächter... Er ist natürlich inkognito unterwegs, das ist ja klar. Und wozu sollte er das tun? Er könnte sich jederzeit ein viel schöneres und größeres Schiff kaufen. Er zweifelt noch, aber mit etwas Überzeugungsarbeit könnte ich ihn dazu bringen, ein Foto von diesem falschen Arzt zu machen. Damit hätte ich dann den Beweis, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt. Die Hallo, neue Serie Pia. Heißt Emergency Boat. Dafür muss Herr Rooney eine Woche lang inkognito auf einem kleinen Boot als Arzt mitarbeiten. Nur so kann man schließlich den Alltag eines Schiffsarztes wirklich kennenlernen und sich perfekt in seine Rolle hineinversetzen. Klingt logisch. Klingt aber auch immer noch zu schön, um wahr zu sein. Kommen Sie einfach mit. Ich weiß sogar, in welcher Kabine er ist. Bis Mitternacht geht's. Also noch gut eine Stunde gut und eine Viertelte. Ich kann kaum was genau sehen. Das soll wirklich George Rooney sein. Die Special Streams sind immer ein bisschen länger. Immer jeweils eine Stunde länger. Also quasi der nächste ist dann schon bis eins. Jetzt können Sie Ihr Foto machen und damit zum absoluten Star unter den Promi-Fotografen aufsteigen. Der übernächste bis zwei, ungefähr. Außer wenn ich sehr müde bin. Auf dem Foto wäre ja außer dem Rücken nichts zu sehen. Da hat er wohl recht. Ich müsste es irgendwie schaffen, dass man etwas mehr von ihm zu Gesicht bekommt. Okay, jetzt müssen wir... Was? Jetzt sind wir wieder hier? Mhm. Oh Gott, muss ich ihn jetzt nochmal nach seiner Kamera fragen? Nee, okay, lauf! Nein, tu es nicht! Geh weg! Oh, man kann laufen? Wenn man drauf bleibt. Ach, wenn man drauf bleibt. Crazy. Okay. Nee, wirklich doppelt. Geh mal nochmal raus. Wo denn raus? Also, da. Schiff raus, ja. Und guck dich mal sonst noch so auf dem Schiff um. Okay, dann gehen wir... Mit dem schönen Wetter scheint es vorbei zu sein. Da braut sich mächtig was zusammen. Oh oh. Oh oh. Bongo Boy. Mit dem Bongo-Trommeln kann ich... Könntest du bitte noch mal kurz mit dem Trommeln aufhören? Aufmerksam machen mich was oder so. Gibt's? Du machst einen ganz schönen Lärm mit den Dingern. Kannst du dir nicht eine andere Beschäftigung suchen? Doch, klar. Welche? Na, Tischtennis zum Beispiel. Ist eigentlich... Hab ich ja vorher gespielt. Aber dann ist mir der letzte Ball ins Meer gefallen. Oh, na, wie wär's dann mit Schwimmen? Nö, ist total langweilig. Sie will einfach Leute umbringen. Ja, dann, wie wär's mit Lesen? Noch langweiliger. Ich sehe schon, es wird nicht leicht, dich dazu zu bringen, mit dem Trommeln aufzuhören. Stimmt, das wird es ganz sicher nicht.
Keine Sorge, mir fällt schon was ein. Na, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Rotzlöffel. Ich mag ihn, aber an dem Prädikat Rotzlöffel kommt man kaum vorbei. Wessen Kind ist das eigentlich? Von den Random vier Passagieren, die es gibt. Ist er einfach so allein hier irgendwie anscheinend? Ich überlasse dich und dieses Deck dann mal wieder dem gnadenlosen Lärm. Juhu! Ehrlich gesagt, hast du überhaupt nichts verpasst. Das ist ja gerade das Komische. Mhm. Das Spiel ist irgendwie bis jetzt echt langweilig, muss ich sagen. Was ist denn bis jetzt passiert? Also gut, jetzt pass auf. Ich weiß nicht, ob du das noch mitgekriegt hast. In unsere Kabine wurde eingebrochen. Und wir haben das bemerkt und wollten dahin. Aber dann hat uns der Einbrecher eine Tür ins Gesicht gehauen. Und wir sind auf der Krankenstation aufgewacht. Und dann hat irgend so eine Frau gesagt, dass wir gegen die Tür gelaufen sind. Und dann ist unsere Figur voll ausgerastet und hat nur noch alle beschimpft, weil die eine Frau behauptet, sie wäre gegen eine Tür gelaufen, wie sie sowas behaupten kann. Und dann haben wir uns als die Frau verkleidet. Eine Unverschämtheit, ja, ist sowas. Wir haben uns dann als diese Frau verkleidet, damit wir in ihre Kabine einbrechen. Und dann haben wir unsere Tasche dort gefunden, genau, und sie überführt. Dazu gezwungen, uns zu sagen, was passiert ist. Genau. Wirklich. Und dann hat sie uns gesagt, dass sie mitbekommen hat, wie der bei uns eingebrochen ist. Und der hat sie bedroht. Deswegen hat sie gelogen. Genau. Und dann haben wir sie vergiftet mit einem Bloody Mary. Unabsichtlich. Und jetzt ist sie wahrscheinlich tot. Genau, das heißt, wir haben sie umgebracht. Genau. Und irgendwer hat irgendwen über Bord geworfen. Und der Schiffarzt trägt eine Perücke. Genau. Genau. Das ist passiert. Warum haben Sie denn jetzt auch noch den Posten des Barkeepers eingenommen? Waren Sie als Portier nicht ausgelastet? Doch, mehr als ausreichend. Aber was soll ich machen? Besondere Umstände erfordern nun mal besondere Maßnahmen. Das weiß ich nicht, Pia. Ja, wem sagen Sie das? Das weiß niemand. Wo ist denn Ihr Kollege? Aber das ist scheinbar wichtig. Eine gute Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Und wenn ich ihn treffe, dann kann er sich auf einiges gefasst machen. Die Wahrscheinlich Frage ist er tot. Hat das Verschwinden des Barkeepers zu bedeuten, dass er was mit den Geschehnissen des gestrigen Tages zu tun hat? Und wenn ja, ist er Opfer oder Täter? Ich sollte auf jeden Fall Augen und Ohren offen halten, damit ich nicht die Nächste bin, um die man sich Sorgen machen muss. Wisst ihr, das ist wirklich ein bisschen doof, weil offensichtlich dieser Bloody Mary war verdammt nochmal offensichtlich vergiftet. Der hat ihn getrunken, hat gehustet und hatte einen allergischen Schock. Also, what the fuck? Das interessiert niemanden. Der Barkeeper hat den gemixt, wir haben ihn ihr gebracht. Entweder sind wir der Mörder oder der Barkeeper. Das ist ziemlich offensichtlich. Oder irgendwer hat im Vorfeld den Tomatensaft vergiftet, weil er wusste, dass die mal Bloody Marys trinkt. Das kann auch sein. Aber dem sollte man vielleicht nachgehen. Macht aber niemand auf dem Schiff. Deswegen reden wir jetzt nochmal über die Bongos. Wie lange trommelt der kleine Oscar denn schon? Mir kommt es wie eine Ewigkeit vor, aber das mag vermutlich ein sehr subjektiver Eindruck sein. Ja, vermutlich. Können Sie ihn nicht zu einer kleineren oder größeren Pause überreden? Das habe ich bereits versucht, was allerdings ein böser Fehler war. Vermutlich hätte der Bengel längst aufgehört, wenn er nun nicht genau wüsste, dass er mich damit ärgert. Und das lassen Sie sich gefallen? Er ist der Sohn des Kapitäns. Ah. Verstehe. Wenigstens ist das Mysterium geklärt. Aber vielleicht schaffen Sie es ja. Meine ewige Dankbarkeit wäre Ihnen gewiss. Ich will nichts versprechen, aber ich kann es ja mal versuchen. Was Bacon-Effekt? Was ist denn der Bacon-Effekt? Reden wir mal über die Gäste. Lohnt sich das Öffnen der Bar eigentlich? Ist ja nicht besonders viel los. Bacon. Genau genommen ist hier rein gar nichts los. Aber das ist bei dem Krach ja auch kein Wunder. Wer möchte sich schon freiwillig stundenlang unrhythmisches Trommeln anhören? Aber solange keine Gäste da sind, kann ich dem Krach wenigstens mittels meines MP3-Spielers entgehen. Ach so, ein Emoji sollte das eigentlich sein. Ah, okay. Ich bin erstmal wieder weg. Sollte mir der eigentliche Barkeeper über den Weg laufen, dann schicke ich ihn sofort zu Ihnen, okay? Ich wäre Ihnen sehr verbunden.
Naja, ich glaube, können wir dem Jungen nicht irgendwas... Wir haben doch bestimmt Sachen, was das Kind cool findet. Zum Beispiel Alufolie. Überleg mal, was er gesagt hat. Der Junge, ich habe ihm nicht zugehört. Er hat gesagt, er möchte eigentlich Tischtennis wieder spielen. Ah, na dann. Oskar? Du wolltest doch Tischtennis spielen, oder? Geht doch nicht. Mein Ball ist doch über Bord gegangen. Ich habe hier einen, nun ja, nahezu vollwertigen Ersatz. Cool, danke. Was soll denn die Nummer da drauf? Das ist ein ganz besonderer Tischtennisball. Mehr verrate ich nicht. Und es ist eine weitere Gelegenheit für einen schönen Urlaub, die den Bach runtergeht. Prima, danke schön. Ich gehe gleich runter und hol meinen Schläger. Zur Sicherheit stecke ich die Bongos lieber ein. Ein paar Stunden Pause von diesem Lärm kann nicht schaden. I'm the king of Bongo, baby. So. Ja. Und jetzt bongoen wir unten. Nehmen wir die Kopfhörer noch mit. Oder? Du hast noch was zu erledigen. MP3-Spieler? Kann ich mir den mal ausleihen? Sie haben dafür gesorgt, dass hier an Deck wieder herrliche Ruhe herrscht. Das ist ja wohl das Mindeste, was ich für Sie tun kann. Heißt das ja? Ja. Dankeschön. Okay. Sollen wir die Bloody Mary auch mitnehmen? Nee. Wo kann ich mir denn anzeigen lassen, was über... Ah ja, da liegt... Da ist was am Boden. Nee, das ist der nächste... Der Durchgang. Der hintere Screen. Hä? Wie? Also da kommt auch noch das Sonnendeck. Ja, ja. Da muss ich hin. Nein. Nee. Wo muss ich hin? Soll ich nochmal mit ihm reden? Nee. Ich sag's dir einfach. Ja, ja. Sag einfach. Okay. Eine CD. Geh zurück in das Foyer. Gehen wir in das Foyer. Wir müssen ja dafür sorgen, dass der Typ sich umdreht. Und wie machen wir das? Was uns auch die ganze Zeit schon gesagt wurde, was in jedem Zimmer drin ist. Lautsprecher vom Kapitän. Nein, nicht hoch. Oh. Weil du weißt doch, wo man reinsprechen kann. Gut, es ist... Nee. Es steht an der Rezeption. An die Rezeption. Wahrscheinlich, Max. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. So, Tür. Öffnen. Es ist wirklich einfach Blackscreen zu Blackscreen. Das ist so scheiße. Und überleg dir mal, wie viel du durch die Gegend läufst, wenn du das wirklich ohne Hilfe spielst. Ja, ohne Guide, ne? Da hat man wirklich nur Ladebildschirme. Das ist schon ein bisschen frustrierend. Ja. Da hallo, Mario. Ding ist das Mikrofon. Ja. Da okay. Der Portier steht ja zurzeit hinter der Bar. Ich sollte die Gunst der Stunde nutzen. Du hast ja was bekommen. Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. Hey. Okay. Gesundheit schreiben alle. Ach, danke. Entschuldigung. Ja, es ist einfach Katzen. Freut mich, Mayo. Dankeschön. Was genau ist unser Plan eigentlich? Ich mache jetzt den MP3-Player mal an und hänge den ans Mikrofon, oder? Das mache ich jetzt mal. Ja. Aber dass sie da wirklich singt. Ja, warum? Ein Kopfhörer mit ihm. Halt die Klappe. So. Ich finde es doch echt doof, dass das nicht mehr grün wird. Mhm. Müssen wir da noch was anschalten oder geht das jetzt schon? Ich höre nichts, aber wir haben die Perücke gesehen. Da lag die Perücke. Mhm. Er hat also wirklich eine Perücke auf. Sehr verdächtig. Dann gehe ich jetzt zum Fenster und spiele mit dem Bongo-Trommeln. Warte mal kurz. Ja, du kannst ja den Guide durchblättern und ich versuch's währenddessen so mal.
Okay. Probier mal nochmal das anzuklicken. Jetzt, wo der MP3-Player. Ah, hätte ich ihn wirklich noch anschalten müssen. Fremde Kabine, diese Perücke und dann die Kampfszene gestern Nacht. Auch wenn sich der Kapitän scheinbar um nichts anderes kümmern kann, als imaginären Eisbergen auszuweichen. Wenn ich ihm einen eindeutigen Beweis liefere, dass hier etwas Seltsames vor sich geht, wird er sich dem kaum noch verschließen können. Bräuchten wir die Kamera. Dann könnten wir die Szene hier fotografieren. Und die Kamera kriegen wir, indem wir den Herrn Lean mit den Bongo-Trommels K.O. schlagen. Trommeln. K.O. Trommeln vielleicht. Hm. Wie ein Donkey Konga. Jetzt macht alles Sinn. Jetzt macht alles Sinn. Ja. Ach, es ist wirklich so frustrierend, Alter. Dieses Hin und Her. Mach das, Pia. Wieder zurück zur Rezeption. Mach das. Okay, dann interagieren wir nochmal mit den Kopfhörern aus irgendeinem Grund. Sollen wir vielleicht dem Asiatenkerl mit seinem Fotoapparaten erzählen, den Lee, dass da unten George Clooney in der Kabine mit der Perücke sitzt? Geh erstmal zu den Kopfhörern. Ja, okay. Geh ich halt zu den Kopfhörern. Nix darf man machen hier. Es ist eine Unverschämtheit. Jetzt hat sie ich sie wieder genommen. Oh, du bist nein. Kein guter Guide-Ratgeber. Geh mal auf Anschauen, vielleicht. Jetzt müssen wir erst wieder einen schwarzen Bildschirm angucken. Sehen wir kurz eine Sekunde, wie er da sitzt, und dann haben wir wieder 5 Sekunden schwarzen Bildschirm. Weil das Spiel ist sehr gut. Gesundheit. Dankeschön. Oh Gott. Ich habe Angst, dass ich die jetzt wieder einstecke, wenn ich draufklicke. Nee. Muss ich wirklich nochmal draufklicken? Bist du dir ganz sicher? Guck sie mal an. Ja, ich weiß nicht wie. Indem du draufklickst und dann auf das... Das geht nicht. Wenn ich draufklicke, nimmt sie sie. Wetten? Soll ich's machen? Ja. Aber dann steckt sie sich wieder ein. Nee, da, die Lupe. Die Lupe. Damit können wohl Durchsagen für die Gäste gemacht werden. Gut, na dann hätten wir das geklärt. Okay, dann sprich mal mit ihm. Ah, sag ich doch. Ja, das ist hier nicht ganz ordentlich erklärt. Hallo, Frau Kalenko. Das stimmt. Das stimmt. Hallo, Aas, hallo. So. Sie haben es sich nicht vielleicht anders überlegt und würden mir ganz kurz Ihre Polaroid ausleihen? Im Prinzip kein Problem. Aber wenn genau in diesem Moment ein Promi... Ja, danke. Reicht. Na gut, aber ich kann ja nochmal übers Foto mit ihm reden. So, jetzt müsste das mit dem Foto klappen. So. Wirklich? Gesundheit. Das wäre großartig. Dann kommen Sie schnell. Ah, es tut mir so leid, Leute. Aber es befinden sich gerade zu viele Katzen hier. Ja, drauf. Jetzt klappt es. Aber viel Ähnlichkeit mit George Rooney hat er nicht gerade. Sind Sie sicher? Zwei Sätze und schwarz. Ja. Hat sich natürlich verkleidet, damit ihn nicht jeder sofort erkennt. Diese ganzen Mikroladezeiten, ey. Furchtbar. Klingt logisch. Jetzt noch eines für Sie. Das haben Sie sich verdient. Hier, für Sie. Sie können sich gar nicht vorstellen, was für eine Freude Sie mir gemacht haben. Das ist einer der großartigsten Tage meines Lebens. Vielen herzlichen Dank. Das Hurra! Und jetzt können wir mit dem blöden Foto zum blöden Captain gehen, endlich, oder? Damit der blöde Captain sagt, ja, okay, der hat wirklich eine Perücke auf. Und was... Warum? Ich weiß es nicht, aber wir machen das jetzt mal. Schauen wir mal, wie sich das dann entwickelt. Gucken Sie mal, Captain, der Arzt trägt eine Perücke. Und dann sagt der Captain, was? Perücken sind hier an Bord aber strengstens verboten. Dem werde ich aber mal die Meinung geigen. Ich bin ja mal gespannt. Ich kann dir schon sagen, das ist jetzt das Letzte, was du machst. Ach was, sind wir dann am Stück fertig? Aber ich bin gespannt, ob dann endlich mal was Spannendes passiert. Ja, ich auch. Okay. Ich meine, es braut sich ja schon ein Sturm zusammen. Das könnte ja schon spannend werden. Das ist ja schon, ne? Da brodelt schon was im Hintergrund. Mhm.
kommt gleich die Megawelle und schwappt uns weg. Die Flut. Ich habe ein Foto dann von ihrem angeblichen Schiffsarzt gemacht. Entweder Flut. Spielt der Typ gerne Karneval oder wir haben es hier mit einem Betrüger zu tun. Vielleicht auch mit was Schlimmerem. Oder mit beidem. Überzeugt sie das jetzt? Das eine schließt ja das andere nicht aus. Kann ja ein Karnevalbetrüger sein. Aber ich verstehe das Ganze nicht. Ich auch nicht. Können Sie mir ein wenig auf die Sprünge helfen? Nein. Ich kann es versuchen. Allerdings weiß ich auch nicht übermäßig viel. Die Frage ist nur, sollten wir uns nicht erstmal um den falschen Arzt kümmern? Der kann bestimmt die eine oder andere Frage beantworten. Gute Idee. Kommen Sie. Ich bin mal gespannt, was der Kerl zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Merkt ihr die Worte? Einfach eine gute Perücke. Idee. Merkt ihr die Worte? Das ist der Katzenhaar. Ich hab überall. Wo ist er denn nun? Krankenstation? Okay, schauen wir mal nach. Und Schwarzblende. Es ja. ist unglaublich, ey. Wirklich unglaublich. Das ist doch beschissen. Frau Jordan? Die ist über den Jordan mein Gott, gegangen. Sie ist tot. Sehen Sie die Striemen am Hals? Sie wurde erwürgt. Was? Was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht. Sie sollten auf alle Fälle die Polizei benachrichtigen, oder? Eventuell. Ja, gute Idee. Und das auf meinem Schiff. Wenn das rauskommt, will doch keiner mehr auf meinem Schiff reisen. Haben Sie sonst keine anderen Sorgen? Hier liegt eine Frau, die offensichtlich ermordet wurde, und Sie machen sich Sorgen ums Geschäft? Sie haben recht. Entschuldigung, ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Muss wohl der Schock sein. Der hat mir jetzt schon ziemlich schon gut, lang geredet. Aber Sie sollten jetzt wirklich die Polizei rufen. Wird mal wieder Zeit für einen Ladebildschirm, oder? Ja, mach ich. Mhm. Ich werde sofort einen Funkspruch absetzen und den nächsten Hafen anlaufen lassen. Bitte warten Sie hier und sorgen Sie dafür, dass niemand etwas anfasst. Dürfen wir jetzt die Leiche durchsuchen? Kann ich machen, aber beeilen Sie sich bitte. Ich fühle mich neben einer Leiche nicht sonderlich wohl. Und Schwarzblende. Die arme Frau Jordan. Nicht mal. Wer hat dir das angetan? Und wieso? Machen wir jetzt die Autopsie. Schüsse! Hörte sich an wie Schüsse. Cutscene! Und schon hat sie zwei Leute auf dem Gewissen. Ich meine, sie kann ja gar nichts dafür bis jetzt, oder? Naja, so ein bisschen schon. Oh, jetzt kommt Liquid Snake. Mit seinem Hind D. Achso. Niemand kann seinem Schicksal entrinnen! Hat der gerade den Kerl geschossen aus seiner Pistole? Es war so geschnitten, als hätte er den so rausgeschossen. Danke. Sie haben. Später. Jetzt müssen wir erstmal. Wie Roboter reden. Gott, es ist alles wahr. Was denn? Reptiloiden? Ach, nur so eine blöde Welle. Eine Riesenwelle. Ist okay. Ist besser als nix. Jetzt aber schnell weg, Hubschrauber. Du machst die ganze Spannung kaputt mit deinem Pfeil. Ja, Entschuldigung. Ich nehm ihn weg. Ich wollte nur dahin zeigen, wo es interessant wird. Währenddessen in Indonesien. Jetzt kommt Max Gruber.